Der Hitman Investment Teil, John Wick und 10 Dinge, die wir von John lernen können, wie man unsichtbar und im Prinzip völlig sicher investieren kann. In vielen Filmen werden ja gesellschaftlich kritische Themen beleuchtet und man wird unbewusst oder auch teilweise bewusst, wenn man sehr sensibel ist für Filminhalte und nicht nur sich entertainen lässt, darüber informiert, was eigentlich in unserer Gesellschaft vorgeht. Im Film Matrix zum Beispiel wird uns nochmal ein Spiegel vorgehalten oder die große Frage gestellt, inwieweit leben wir eigentlich fremdgesteuert in einem System, in einer Art bürgerlichen Stellenbeschreibung, die uns von einem fremden System, in unserem Fall vielleicht für eine Regierung, zur Verfügung gestellt wird. Und inwieweit werden wir eigentlich fremdgesteuert und definiert über diese Stellenbeschreibung? Oder inwiefern leben wir eigentlich unser eigenes Leben, also unser selbstbestimmtes Leben? Ich persönlich bin ein riesiger Fan von Keanu Reeves in dem Film Neo, wo er der Rebell war und geholfen hat oder dabei hilft, andere Menschen aus der Matrix zu befreien, sie zum Aufwecken zu motivieren, ihn anbietet oder wie ihm angeboten wird, die rote Pille zu nehmen oder die blaue Pille und sich im Prinzip zu entscheiden zwischen einem fremd und einem selbstbestimmten Leben. Und ja, ein selbstbestimmtes Leben macht natürlich auch Angst. Es macht immer Angst, sich selber zu leben, auf sich zu vertrauen, seinen eigenen Weg zu gehen, denn das haben wir nicht geübt. Ich selber verstehe auch meinen Kanal etwas in diese Richtung, dass ich versuche, anderen Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen, euch Informationen zur Verfügung zu stellen, mit denen ihr für euch selber ein Mehr an Freiheit erreichen könnt für ein selbstbestimmteres und bewussteres Leben. Ja, was ist nun im Film John Wick für uns drin? Eigentlich oberflächlich betrachtet könnte man sagen, John Wick ist eigentlich nichts anderes als ein Ego-Shooter. Aber wenn man das ganze Leben etwas kreativer betrachtet und freiheitlicher betrachtet, kann man sich ja auch wieder überlegen, was ist hier eigentlich an dieser Stelle drin für uns? Und man kann aus diesem Film eigentlich lernen, in was investiert eigentlich der schwarze Mann, ein Boogeyman oder in diesem Fall ein Auftragskiller. Wie setzt der, legt der eigentlich seine Pinunsen an? Wie sichert der eigentlich sein Geld vor fremden Zugriffen? Denn für ihn ist es auch wichtig, maximal flexibel zu sein, mobil zu sein, in der Unsichtbarkeit zu sein und, wenn er es braucht, auf ausreichende Ressourcen zugreifen zu können. Was ist also der Investment-Style eines Hitmans? Und was ist hier drin für uns? Was können wir dabei lernen? Der ehemalige Auftragskiller John Wick hat im Film John Wick seine Frau Helen verloren. Sie hat ihm einen herzzerreißenden Brief geschrieben und hat ihm einen Welpen überlassen. In der Folge sieht man John Wick mit dem Welpen unterwegs und seinem Ford Mustang. Also an dieser Stelle kann man schon wieder über Investment und über Wertbeständigkeit und über eigentlich grundsätzliche Regeln lernen aus diesem Film. Denn man kann lernen, hey, vielleicht sollten wir auch mal in einen Oldtimer investieren. Und ja, gerade in den ganzen John Wick-Filmen werden natürlich die Ford Mustangs extrem gehypt. Und wen wundert es dann nicht, dass ich selber als John Wick-Fan mir auch einen Ford Mustang GT rausgelassen habe mit 6,4 Liter Hubraum. Bin super happy mit dem Ding. Auch das Investment war echt top. Kann ich also euch empfehlen. Das heißt, schon als ersten Einspieler lernen wir, ist es gut, wenn man alleine ist, ein cooles Auto zu haben, in das man investiert. Und Hunde sind auch nicht schlecht. Ich selber habe ja auch einen Dogo Argentino, den ich über alles liebe, als treuestes Wesen. Wenn dann eigentlich vielleicht nichts mehr bleibt, man einen Freund sucht, dann ist der Hund die richtige Entscheidung. Er fährt also an die erste Tankstelle in diesem Film und das Erste, was ihm begegnet, sind drei böse Russen. Auch hier könnte man natürlich wieder lernen,
Ja gut, das ist natürlich ein amerikanischer Film. Da werden natürlich die Russen hier als Fremdbild bzw. als Feindbild aufgezeichnet. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Russen. Mir geht das Russenbashing mehr oder weniger aktuell richtig auf den Keks. Und ich glaube auch viele normale russische Menschen, die haben das überhaupt nicht verdient, wie übel man ihn aktuell medial mitspielt. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir einfach, hier ist der Feind. Was kann man eigentlich tun? Und an der Tankstelle, wo er sein Auto tankt, kommen drei Russen, die ihn loben für sein Auto, ihn fragen, ob sie das Auto von ihm erwerben können. Und er will das nicht erwerben. Und das führt zu Folgendem. Die besuchen ihn dann nachts zu Hause, töten quasi seinen Hund und klauen sein Auto. So beginnt im Prinzip der ganze Film. Und danach versucht er quasi, nicht nur versucht, übt er quasi in diesem Film Rache und wehrt sich mit allem, was er hat. Auffällig in diesem Film ist, da habe ich mir einiges aufgeschrieben, in was hat er eigentlich alles investiert. Was man also lernt von so einem Auftragskiller, es ist immer super, ich habe mir also alles aufgeschrieben, einen Koffer mit Gold zu haben, und den sollte man auch möglichst zu Hause verwahren, denn wenn man ihn braucht, hat man ihn dann vorrätig. Und im Film hat er einen Goldkoffer gehabt mit ganz vielen großen Goldmünzen, und die hat er quasi im Flüssigbeton eingegossen in seinem Keller im Boden, und als er es gebraucht hat, hat er den Vorschlaghammer kreisen lassen, hat den Goldkoffer ausgepackt und hat dann die Sachen damit bezahlen können, die man halt bezahlen muss, und zwar in der Unabhängigkeit, in der Unsichtbarkeit, indem er einfach die Goldmünze dann zu anderen Geschäftspartnern weitergegeben hat und sich damit die Sachen geholt hat, die er brauchte, um sein Leben quasi weiterleben zu können und den Auftrag, in dem er sich jetzt, oder die Mission, die er jetzt für sich identifiziert hat, durchzuziehen. Also Gold ist gut. Im Keller es zu haben, vielleicht ist gut, also anders ausgedrückt, einen versteckten Ort. Früher haben ja Leute auch hier Gold im Garten verbuddelt, also keine blöde Idee. Die Idee ist, keine Spuren zu hinterlassen. Bei Banken hat er scheinbar nicht geglaubt oder bei dem staatlich orientierten Bankensystem. Deswegen hat er seine Goldmünzen jetzt nicht im Schließfach gehabt, sondern zu Hause. Was haben wir hier noch? Ja, ganz klar, was haben wir noch gelernt? Woher hat er den Goldkoffer gehabt? Spare im Boom, so hast du es in der Not. Also als der Mann operativ tätig war, hat er scheinbar gut verdient und ist dann nicht großer Investmentexperte geworden, sondern hat in Hard Facts investiert, hat das Geld einfach in Goldmünzen aufbewahrt und ist scheinbar damit gut gefahren, weil er konnte seine Mission durchziehen. Was haben wir noch? Vertraue keiner Bank, das hatten wir schon, Garten vergraben. Auch ein wichtiges Thema in diesem Film, kommt heraus, dass man zu seinem Wort stehen soll. Das heißt, dass man mehr Menschen danach beurteilt, nach ihren Taten, als was nach dem, was sie erzählen. Gutes Beispiel sind ja bei uns die Politiker. Die erzählen uns ja vor den Wahlen immer alles Mögliche und hinterher wird irgendwie gar nichts gehalten. Und das läuft ganz anders, wie man sich das so vorgestellt hat. Dass auch hier bewerte Menschen nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten. Was haben wir noch? Und Oldtimer haben wir ja schon gehabt. Ja, was ich selber merke, auch in Waffen zu investieren und in Munition ist keine schlechte Idee. Die Preise gerade im Moment für Munition sind explodiert, teilweise für Schrotmunition verdreifacht, für klassische Munition fast verdoppelt. Auch hier macht es also Sinn, eine Waffenbesitzkarte zu haben, im Sportverein zu sein. Denn auch hier kann man im Prinzip in Waffen zu investieren, macht ja die Regierung jetzt auch scheinbar, kann gar nicht so ein schlechtes Investment sein. Was haben wir noch? Ja, Keanu Reeves ist ja, glaube ich, über 50. Man sieht ja auch, dass er wirklich in guter Verfassung ist. Er ist sportlich, er ist gesund. Also auch das ein gutes Thema. Gerade wenn du älter wirst, kümmere dich um deine sportliche Aktivität. Ich selber gehe auch mindestens 4-mal die Woche ins Gym. Leider esse ich auch noch leidenschaftlich. Das kommt in dem Film ein bisschen zu kurz. Also wenn ich mich an diesem Film orientiere, ich glaube, ich habe John Wick nicht einmal essen sehen, dann sollte ich eigentlich mehr auf den Schießstand gehen und weniger mit Futtern mich beschäftigen. Okay, also auch ein Learning hier an der Stelle für mich. Was habe ich noch? Ja, Hund als bester Bro hatte ich schon, habe ich auch umgesetzt. Chuck, was habe ich noch? Wichtig ist auch, und das kommt in allen Filmen hervor, dass es wichtig ist, dass man Freunde hat, die an einen glauben und die einen unterstützen in der Not. Und auch das sieht man in seinen Filmen. Immer wenn er wirklich ein Problem hat, hat er vielleicht einen Hitman-Bro oder irgendjemand an der Hand, der ihm wirklich zur Seite steht und auf die er sich wirklich verlassen kann. Und auch das nochmal ein Rat an dieser Stelle. Bau dir ein Netzwerk auf mit Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Was haben wir noch?
weltumspannende Freundschaften. Das ist natürlich auch auffällig, dass der nicht nur Freundschaften hat in seinem Dorf, wo er da wohnt, sondern er hat auch Freundschaften außerhalb, überall auf der Welt, die ihn unterstützen. Was einem auch in dem Movie auffällt, ist, dass er in ein Eigenheim investiert hat. Damit ist er scheinbar aber nicht so gut gefahren, denn das Eigenheim, also ein schönes Eigenheim, wird gesprengt in dem Film. Da lernt man auch wieder, ja, es ist gut, Land zu besitzen, aber ein Eigenheim obendrauf, vielleicht noch nicht so wertbeständig, kann schnell mal verschwinden, auch in einem Kriegsfall. Aber mit Land ist er gut gefahren. Ein Learning, was man hier auch noch ziehen könnte, wäre, es ist vielleicht auch wichtig, eine gute Versicherung gegen Vandalismus zu haben. Dann kriegt man das Geld von der Versicherung zurück, wenn das Haus offiziell dann durch eine Gasexplosion verschwindet. Ja, das habe ich auch in einem Post bei Facebook gezeigt. Letztens ging durch alle Medien, dass in Kuba ein Hotel in, das hieß Tarragona, im Prinzip durch eine Gasleitungsbruch explodiert ist. Und schrägerweise habe ich genau in dem gleichen Hotel vor Jahren in Kuba übernächtigt. Das Hotel war total toll. Und ich habe mit Schrecken gesehen, was halt passiert, wenn man nicht mehr genug Geld und Rohstoffe ins Maintenance investiert, weil der Staat eben überreguliert. Also auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, ja, dass, sag mal so, Gas, Wasser, Scheiße, Elektrizität Sachen sind, bei denen man nicht sparen sollte, denn das kann ins Auge gehen. Was haben wir hier noch? Ja, also Immobilieninvestment ist gut, aber keine Elementarversicherung vergessen. Was habe ich noch gelernt? Also ins Land investieren, dann auch im Kriegsfall, das Land nimmt dir halt keiner. Auch immer wichtig an dieser Stelle, sein eigener Held zu sein, auf sich selber zu vertrauen, seine eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, denn in der Not bist du selbst erstmal dein bester Freund, keine Frage. Was habe ich noch Gutes gelernt? Ja, Branding ist eine total wichtige Geschichte. Branding ist im Prinzip das, was andere Menschen über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Und das merken wir auch in diesem Movie, dass egal wer über ihn spricht, hat einen ängstlichen Gesichtsausdruck und weiß ganz genau, was jetzt als zuverlässiger weiterer Indikator kommt. Das heißt, kümmere dich um dein Branding, schau, was Leute im Prinzip über dich sagen. Sag ich mal, sei bodenständig, halte das, was du versprichst, sei kein Shit-Talker. Diese amerikanischen Sprüche, fake it before you make it, halte ich für absoluten Schund. Das sind Menschen, die du nicht glauben solltest. Also wenn dir jemand erzählt, er hat zu viele Fortbildungen in diesem Sektor gemacht, da würde ich eher vorsichtig sein, sondern gucke, was Menschen machen, bewerte sie nach ihren Taten und lass dann selber Taten folgen. Daraus kannst du dich natürlich auch selber fragen, was für ein Investortyp bist du? Bist du der Investortyp, sage ich jetzt mal so Hitman, also Profikiller, oder bist du vielleicht der Investmenttyp, der in der Matrix lebt und alles das macht, was im Prinzip die Matrix, also die Regierung vorgibt? Sprich, bist du der typische Kapitallebensversicherer, der quasi eine Riester-Rente hat, eine Rürup-Rente hat und da glaubt, dass die Inflation nur kurzzeitig ist und schnell wieder verschwinden wird? Das heißt, bist du sehr staatsfolgsam? Oder bist du vielleicht ein anderer Typ von Investor? Vielleicht bist du Investor Dan Bezerian oder bist ein High-Roller, ein Pokerspieler und stehst auf Risiko. Also finde doch selber mal heraus, was für ein Typ Investor du bist. Und das würde mich auch total interessieren, wenn du quasi unter dem Video mal kommentierst, was für ein Typ Investor bist du eigentlich? Und es ist auch immer wichtig, Themen spielerisch anzugehen, mit Spaß anzugehen, mit einem Unterhaltungsfaktor, weil erstens kann man sich so Sachen besser merken und zweitens stellt man oft fest oder man kann sehr viel über sich selber lernen und was für ein Investortyp man eigentlich ist. Dann ist es auch einfacher, wenn man sich im Prinzip für neue Investitionen entscheidet. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn du auch wie John Wick einen Goldkoffer haben willst, wie du eigentlich in Gold investierst, dann empfehle ich dir nochmal mein Video zum Thema Gold. Das verlinke ich dir auch nochmal unter diesem Video. Und ich hoffe, heute hast du mit diesem Video Spaß gehabt. Investieren wie John Wick, investieren wie ein Hitman. Beste Grüße aus Nürnberg, dein Florian. Denn Investment muss nicht immer langweilig sein.